Ja, hallo Dörte. Heute sind wir zu Gast in deinem privaten Musikzimmer. In diesem Zimmer sind viele deiner Songs auf dem Debütalbum Der Tod und das Mädchen entstanden. Aber heute möchte ich mich mit dir über dein neuestes Video sprechen zum Song Scheidung. Mich würde als erstes interessieren, warum du gerade diesen Song ausgewählt hast. Ja, die Reaktionen auf diesen Song sind sehr unterschiedlich. Mhm. DJs oder Leute, die regelmäßig Clubs besuchen, die finden ihn sehr ansprechend. Ja, und diejenigen, die dann doch mehr so die neoklassische, düster-romantische Musik bevorzugen, die werden nicht so warm mit diesem Song. Ja, das finde ich doch ganz interessant, dass es da so unterschiedliche Meinungen gibt und auch die Tatsache, dass dieser Song ja sehr stark herausfällt aus dem insgesamt neoklassischen Album, das hat mich doch sehr gereizt, dann gerade zu dem Song ein Video zu machen. Ja, warum, das ist ja erst ein bisschen irreführend. Also zuerst sieht man dich ja einen großen Plastiksack schleppen und man hat immer den Eindruck, du hast jemanden um die Ecke gebracht, hast jemanden ermordet. Und am Ende ist halt zu sehen, dass es in dem Sack nur Liebesbriefe sind. So, warum diese Irreführung? Ja, wenn man den Text jetzt wörtlich nimmt, dann denkt man natürlich im ersten Moment an einen Mord. Hm. Tatsache ist aber, dass die Autoren dieses Textes ja mit diesem Gedicht die Scheidung von dem ersten Mann, Berthold Lasker, verarbeitet hat. Und es geht also nicht um den Mord an einem Menschen, nicht darum, dass ein Mensch gestorben ist, sondern dass die Beziehung gescheitert ist, dass die Liebe tot ist und darum dann am Ende die Liebesbriefe, die dann symbolisieren, dass die Liebe zu Grabe getragen wird. Okay. Hat das Ehebett noch eine besondere Bedeutung? Ja, das Ehebett sehe ich als Symbol für Intimität, Vertrauen, Liebe. Mhm. Und dieses Ehebett steht ja im Video leer in einem zerstörten Raum. Und das soll verdeutlichen, dass eben jene Intimität, das Vertrauen und die Liebe zerstört und kaputt sind. Mhm. Und wofür ist die Braut ein Symbol? Die Braut symbolisiert ja das Liebesglück in voller Blüte, die Hoffnung, die Erwartung, den Wunsch, den Rest des Lebens mit seinem Partner zu verbringen. Ja, und das Auftauchen der Braut in dem Video macht den Text dann doch umso tragischer, weil man daran ja deutlich sieht, dass eben jene Erwartung und Hoffnung gescheitert sind. Mhm. Ja, kommen wir zu meiner letzten Frage. Arbeitest du schon an neuem Material? Ja, ich arbeite an neuem Material für ein neues Album. Mhm. Und jetzt sitzen wir in deinem Musikzimmer und da habe ich dir direkt einen kleinen Anschlag auf dich vor. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du uns vielleicht schon was vorspielst, ein kleines Appetit haben. Ja, gut, kann ich machen. Ja. Spiele ich mal was an. Okay. Als letztes, möchtest du vielleicht noch was, ein persönliches Wort loswerden? Ja, ich spiele dieses Jahr auf dem WGT und ich würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen.
Ja, prima. Dann noch weiterhin viel Erfolg und danke für das Interview. Dankeschön.